Willkommen auf dem Kanal von Nifta. Heute gibt es mal kein Q&A, denn heute zeigen wir euch, was für Vorbereitungen wir treffen, wenn eine neue Lieferung bei uns eintrifft. Wir haben heute per Mail die Nachricht bekommen, dass das Schiff mit den XXL Mauspads endlich im Hafen eingetroffen ist. Und wenn alles glatt läuft, dann sollen die Mauspads nächste Woche bei uns da sein. Schreibt jetzt doch gerne mal in die Kommentare, ob wir nächste Woche bei der Ankunft der Mauspads einen kleinen Vlog drehen sollen. Jetzt gehen wir mal zur Vorbereitung, was wir jetzt alles machen müssen, bis die Mauspads ankommen. Rein prinzipiell besteht das aus zwei Parts. Einmal das Thema Marketing, Website und dann das Thema Logistik. Hier haben wir jetzt schon mal beim Marketing, haben wir jetzt schon mal angefangen zu planen, was für Content sollen wir produzieren, welche Videos produzieren wir, haben die Website gecheckt, funktioniert alles bei der Website, dass auch der Kauf und der ganze Versand flüssig abläuft. Und als drittes haben wir natürlich unser E-Mail-Marketing vorbereitet, dass wir die Kunden informieren können, wenn die Mauspads wieder auf der Website verfügbar sind. Wichtiger Punkt ist dann auch, dass wir mit der Logistik die Ankunft koordinieren. Da können dann allgemeine Punkte, offensichtliche Punkte, wie zum Beispiel die Ankunftszeit, aber auch kleinere Punkte, wie ob wir eine Hebebühne oder einen Stapler brauchen dazu. Und für den Rest, den wir jetzt noch erledigen müssen, nehmen wir euch mit ins Lager und zeigen euch, was wir da zu tun haben. Wir sind jetzt hier im Lager angekommen. Der eine oder andere, der schon bei uns im TikTok live war, kennt den Raum schon, da wir öfters hier verpackt haben. Was ihr hier jetzt seht, sind einmal unsere Mausbungees und noch Kartons für den F20. Da müssen wir jetzt zur Vorbereitung die alle hier wegräumen, denn hier vor der Wand, vor dem Aquarium, werden wieder die Niftpads gelagert. Neben mir haben wir jetzt noch ein paar vorverpackte Produkte. Wir verpacken immer Produkte vor, die kleinen Mauspads, Mausbungees und Mäuse, damit wir einfach schnell eure Bestellung abarbeiten können. Und hier haben wir halt einfach den besten Raum, am meisten Raum, um die Mauspads auch nach Farbe zu sortieren. Die kommen dann jetzt nämlich längs hin, der Reihe nach auf, und dann können wir die besser auch verpacken. Wenn wir hier Glasschutz gemacht haben, müssen wir natürlich auch das Verpackungsmaterial checken. Wir haben zum Beispiel immer die Dankeskarten, eine unterschriebene Grußkarte mit in die Verpackung reingelegt. Die wollen wir schon vorab unterschreiben, dass wir das einfach dann weg haben, wenn die Mauspads ankommen. Dann kommt natürlich noch dazu solche Sachen wie Sticker, Verpackungsklebeband, alles zu checken, dass alles auf Lager ist, dass eure Bestellungen so schnell wie es geht raus können. So dass zum Beispiel Seidenpapier darf natürlich auch nicht fehlen. Jeder, der die Verpackung kennt, wir wickeln die Mauspads immer in Seidenpapier ein, dass einfach das Mauspad nochmal beim Transport geschützt ist. Da haben wir schon vorgesorgt letztes Mal und haben genug Seidenpapier schon vorab eingekauft. Und was natürlich auf keinen Fall fehlen darf, sind die Gummibärchen. Und zur Arbeitsfläche muss natürlich auch noch aufgeräumt werden. Die ist noch ein bisschen unordentlich. Dort werden wir dann auch verpacken. Das Ganze kommt noch weg, damit wir dann nächste Woche ready sind, wenn die Mauspads ankommen. Ich hoffe mal, euch hat die kleine Tour gefallen. Ihr habt jetzt mal ein paar mehr Einblicke, vor allem in unser Lager bekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn die Niftpads wieder da sind. Da sind alle schon gehypt drauf. Und wenn du nicht verpassen willst, was es Neues bei Nifta gibt, dann mach doch gerne die Glocke weg und lass ein Abo da.